Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wurde auf einer Kundgebung der Sozialdemokraten von pro-palästinensischen Demonstranten ausgebuht. Sie sind mit der Unterstützung Deutschlands für Israel nicht einverstanden und haben den Kanzler als Kindermörder beschimpft. Der Grund dafür? Der Krieg in Gaza, in dem bereits mehr als 36.000 Palästinenser getötet wurden. Scholz sagte, die Meinungsfreiheit sei Teil der Demokratie. Die militant-islamistische Hamas habe den Krieg im Gazastreifen ausgelöst. Am 7. Oktober vergangenen Jahres griffen die Terroristen der Hamas Israel an. Sie ermordeten mehr als 1.200 Menschen. Scholz verurteilte auch die zunehmende Gewalt gegen Politiker. Nach Angaben des Bundeskriminalamts gab es in Deutschland in diesem Jahr bereits 22 Angriffe auf Politiker. Im gesamten Jahr 2023 gab es insgesamt 27 Angriffe. Außerdem versprach Scholz, dass es mit ihm keine Soldaten aus Deutschland oder der NATO in der Ukraine geben werde.